So, ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind hier in Finnland. Wir holen uns jetzt unseren neuen Auftrag. Ich habe ihn eh schon angeteasert. Wir holen uns Tuku nach Barcelona. Wollen wir erstmal hinfahren? Ja, 3000 Kilometer weit weg. Also fast 3000, ist nicht ganz genau 3000. Auf jeden Fall ein bisschen außerhalb. So. Runde Fahrzeit. So. Kann man da überhaupt hin? Okay. Jetzt möchte ich aber kurz was schauen, wann das so ist. Barcelona ist dann schon noch ein Stück. Und wir werden genauso zurückfahren, wie wir hergekommen sind, nehme ich an, über Deutschland. Und halt in Deutschland werden wir also über Holland fahren. Aber wir werden sicher bis Dänemark zurück. Einnahmen sind tolles.
Genau, eine Yacht Barcelona. Rolls-Royce 9 Tonnen. Buster Shooter. Dreitausendzweihundert Kilometer sogar. Einundfünfzig Stunden Fahrzeit. So in 8 Stunden müssen schlafen. Mitternacht circa. Gut, bis Mitternacht. Also wir fahren, ja. Genauso zurück. Hamburg runter. Nicht Richtung Bremen, sondern Hannover, Kassel, Frankenheim. Straßburg, die Show vorbei, Lyon, Montpellier. Dann nach Barcelona. An der Küste. Aber ich könnte weiter nach. Gut, aber was ist, wenn wir. Helsing? Ich würde es gerne probieren nochmal. Können wir dann von Helsinki noch anders fahren? Was ist ein Just-in-Time-Auftrag? Mittwoch? Schon, gell? Dann fahren wir nicht anders. Das schaffen wir jetzt ja nicht. So. Reine Fahrzeit. Da ist noch 52 Stunden ohne Schlafen. Wir werden auch jetzt einmal durchfahren, ohne zu tanken, ein bisschen. Tanken müssen wir so. Müssen wir sowieso. Thank you.
So, Dalle. Lass die Fahrt beginnen. Ich möchte mir das diesmal ohne Scham überstehen. Polícia. Mal links runter. So. Machen wir mal durch, schauen wir, wo wir dann schlafen das erste Mal. Ich glaube, wenn wir den Auftrag fertig haben, schauen wir natürlich, ob es einen zurück nach Österreich gibt. Sollte es keinen geben, dann werden wir uns wahrscheinlich nach Österreich spawnen, aber ich denke, wir haben dann auch genug Geld, weil wir ja von den Fahrern auch was annehmen, um dann auch schon die nächste Garage zu kaufen mit einem, beziehungsweise mit gleich wieder zwei LKW auf jeden Fall. 500.000 Kredit und 1,5 LKW ist dann noch zusätzlich 200.000. 300.000 haben wir quasi zur Verfügung.
Den kann ich gleich überholen. Ist doch anders nach Barcelona. Dachte mir, wir hätten schon längst bei der Fähre sein müssen. Aber gut. Weil wir. Ist ja kein Problem für mich. Ja, wenn wir wieder neue Städte und Routen kennen. Dachte mir schon, da ist irgendwas. Faul, hat sich aber jetzt nicht so viel dann geändert. Einzige, aber wenn wir den Hafen, können wir sogar eventuell nach Travemünde, dann können wir schauen, wie uns das kosten würde. So, das ist dann wahrscheinlich Helsinki. Eine Fotomission haben.
Ich jetzt nicht gesehen, wo, aber nehme ich in Kauf. Mich würde es interessieren, wie viele Kilometer wir jetzt fahren. Es war zwar lange Strecke. Kann man dann nochmal durchfahren? Was sind das eigentlich noch 1800 Kilometer? Wie viel Verzögerung haben wir jetzt nicht durch? Sagen, bevor wir dann wieder auf die offene Straße gehen. Beenden wir diese Folge. Wir sehen ja schon, was wir jetzt Geld machen eben. Wir haben 350.000. Da haben wir eigentlich schon fast wieder. Was haben wir jetzt noch? Was denn jetzt schon abbezahlt? Ist diese Fahrt jetzt schon plus? Wir haben noch einen ganzen Tag. So. Wollen wir hier vorne beenden? Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.